Sehen wir Leon Goretzka nie mehr im Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Genau das könnte wohl jetzt tatsächlich passieren. Das Verhältnis zwischen ihm und Julian Nagelsmann soll äußerst kompliziert sein. Das und mehr besprechen wir gleich. Zudem geht es auch um Joshua Kimmich, denn da gibt es auch ein Problem. Das betrifft nicht den DFB, sondern weiterhin den FC Bayern München. Der Vertrag von Kimmich läuft am Ende der Saison aus. Wie sieht es da rund um eine Verlängerung aus? Darüber sprechen wir gleich. Und wird sich der BVB jetzt mit einem ablösefreien Spieler verstärken? Genau dazu werden wir jetzt auch mal die neuesten Statements der Bosse lesen. Vorab, lasst ein Like auf das Video da, ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Checkt gerne mein Instagram ab, bully_inside oder auch den neuen Fußball-Podcast Fußball-News bei Bully Inside. Auch immer mal wieder spannende Themen dort. Ja, sprechen wir als erstes über Leon Goretzka. Leon Goretzka, er soll ja eigentlich den Verein, seinen Verein, den FC Bayern München, verlassen. Das wurde ihm unter anderem auch von Rudi Völler geraten. Da ging es natürlich auch um einen potenziellen Platz im DFB-Team, denn der hat gesagt, Leon muss spielen. Er muss unbedingt wieder Spieler auf Vereinsebene machen, sonst wird das eben auch nichts mit einer Nominierung. Aber ist Leon Goretzka sowieso nie wieder im Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Das sind jetzt die Spekulationen, die es wohl aus einigen Kreisen der deutschen Medienlandschaft so gibt. Man muss sagen, klar ist, da hat Völler auf jeden Fall recht, er muss mehr spielen, er muss spielen. Aber es ist wohl auch so, dass wohl das Tischtuch zwischen Goretzka und Nagelsmann sowieso schon zerrissen sein soll. Also nicht nur seine Zeit bei den Bayern, seine Nicht-Spielzeit, wenn man das mal so nennen mag, könnte ihn zum Problem werden, sondern eben auch wohl seine Beziehung zum Bundestrainer. Es soll wohl so sein, darüber hat Sky berichtet, dass sich das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Goretzka ja zunehmend verschlechtert hat. Das Duo war in der gemeinsamen Zeit eigentlich immer bekannt, dass sie ein herausragendes Verhältnis hatten. Das soll aber tatsächlich jetzt mittlerweile aufgrund diverser Unstimmigkeiten in den zuletzt zurückgelegenen Monaten massiven Schaden genommen haben. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass Julian Nagelsmann Leon Goretzka nicht mit zur Heim-EM genommen hat. Das war sicherlich für den bayerischen Mittelfeldspieler ein ganz, ganz großer Schlag ins Gesicht. Für die kommenden Länderspiele gab es folglich natürlich auch keine Nominierung. Muss man auch ganz ehrlich sagen, hat er nichts gezeigt, was jetzt eine Nominierung gerechtfertigt hätte. Andersrum, jetzt ist die Chance so gut wie eigentlich noch nie zuvor. Ilkay Gündogan und Toni Kroos, zwei fixe Stammspieler aus dem Mittelfeld auf den Positionen, wo Leon Goretzka spielen kann. Da sind jetzt zwei zurückgetreten. Eigentlich freie Fahrt jetzt für Leon Goretzka. Aber es sieht wohl tatsächlich eher so aus, dass Julian Nagelsmann nicht darüber nachdenkt, den Spieler zurückzuholen. Wie gesagt, die Beziehung soll schwierig sein. Julian Nagelsmann soll eben auch so ein bisschen langfristiger planen. Er weiß, die WM in 2026, da wäre eben ein Leon Goretzka mittlerweile dann auch schon 31 Jahre alt. Man will jetzt mehr jüngeren Spielern, wie zum Beispiel den nominierten Angelo Stiller oder eben auch vielleicht in naher Zukunft dann Anton Stach, die Chance geben, sich zu beweisen, sich einen Namen zu machen und sich da auch vielleicht in den ersten Elf oder erweiterten Startplatzkreis zu spielen. Darunter gehört wohl eher nicht Leon Goretzka. Selbst wenn er jetzt tatsächlich plötzlich wieder absoluter Stammspieler bei den Bayern wäre, wäre dann immer noch eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft nicht unbedingt gesetzt. Ich bin mal sehr gespannt, aber eins ist ganz klar, seine Zukunft bei den Bayern, die hängt maßgeblich mit der Nominierung für das DFB-Team zusammen. Sollte er sich keinen Stammplatz bei den Münchnern erkämpfen, dann war es das mit der Nationalmannschaft für Goretzka. Da lege ich mich fest. Für die Nationalmannschaft wird Jonathan Tah wohl aller Voraussicht nach immer wieder nominiert werden. Und wir haben gestern ja nochmal über den weiteren Knall gesprochen, der Beef rund um Tah, der eskaliert weiter. Da hat sich wieder sein Berater zu Wort gemeldet, gegen Fernando Caro geschossen. Aber man muss ganz klar sagen, jetzt hat sich auch Jonathan Tah mal zurückgemeldet. Sein Berater, der hat einen Abschied aus Leverkusen angekündigt, direkt gesagt, ja, wenn er jetzt nicht gehen durfte, dann geht er nächstes Jahr dann eben ablösefrei. Eine Vertragsverlängerung, die wird nicht passieren. Jonathan Tah, der rudert etwas zurück und sagte, ja, sein nächster kommender Vertrag, das wird vermutlich sein letzter großer Vertrag sein. Das ist korrekt, aber er rudert da definitiv zurück und sagt, seine Zukunft ist weiterhin offen und er will sich gar nicht festlegen, ob er jetzt seinen Verein verlässt oder eben weiter bei Bayer Leverkusen bleibt und seinen Vertrag nochmal verlängert.
Zu den Aussagen seiner Berater, zum einen Pini Zahavi, der hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass Jonathan Tah unbedingt in diesem Sommer gehen will. Dann hat sich Max Bielefeld gemeldet und Fernando Caro kritisiert. Da sagte er, ja, also ob diese Aussagen ihm jetzt quasi nicht gefallen haben. Er sagte, nee, also andere Menschen, natürlich arbeite ich mit denen auf einer gewissen Ebene zusammen, können sagen, was sie wollen. Es gab die ein oder andere Sache, über die ich mich irgendwie später nochmal äußern werde. Also da werden wohl auch die Aussagen seiner beiden Berater wohl mit gemeint sein. Ich gehe auch fest davon aus, dass Fernando Caro auch nicht jetzt unbedingt glücklich war über die Statements von den Tah-Beratern. Aber eins ist weiterhin klar, Jonathan Tah ist Teil von Bayer Leverkusen, ist hier auf jeden Fall einer mit der Kapitäne, Führungsspieler. Und das wird auch für diese Saison oder zumindest mal bis zum Winter definitiv so bleiben. Denn ich sage euch ganz ehrlich, einen Winterabgang, den schließe ich nicht aus. Nach dem Winter, nach der Winterpause, da gibt es in der Champions League wieder die wichtigen Achtelfinalrunden. Da kann man sich nochmal verstärken. Vielleicht auch der FC Bayern München mit Jonathan Tah. Mal gucken, was bis dahin noch passiert. Wir bleiben da weiter am Ball. Was sagt ihr zu diesem Hin und Her? Ein Hin und Her, das gab es auch rund um Joshua Kimmich. Wechselt er, bleibt er. Letztendlich haben wir es alle mitbekommen, er bleibt bei den Bayern. Ist mittlerweile auch wieder im Mittelfeld gesetzt. Hört sich doch eigentlich so an, läuft wieder alles nach Kimmich seinem Plan. Die Bayern bleiben aber bei einer Sache hart. Wenn Joshua Kimmich seinen Vertrag verlängert, muss er auf Geld verzichten. Er verdient um die 20 Millionen Euro. So viel möchte man wohl tatsächlich nicht mehr zahlen. 15 plus 5 sind andere Schätzungen, zum Beispiel von der Bild, also 15 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Euro Boni. Das passt den Bayern gar nicht. Man will jetzt eigentlich in so eine Gehaltsstruktur rein. Erstens viele Zahlungen als Boni, als Leistungsbonus und man will höchstens, sage ich mal, 15 Millionen Euro, eher 12 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Das sind auch die Summen, die zum Beispiel auch ein João Palhinha, der als absoluter Stammspieler eingekauft wurde, verdient. Das ist also die Summe, in der sich auch Joshua Kimmich dann einpendeln muss für eine Vertragsverlängerung. Bedeutet aber auch, ich weiß es jetzt nicht ganz genau prozentuell, das sind aber mal locker 60% nur noch von seinem Gehalt, also 40% weniger Gehalt für im Endeffekt dieselbe Leistung. Hört sich jetzt aus Otto-Normalverbrauchersicht vielleicht erstmal wie egal an, denn sind wir mal so realistisch, ob jetzt 12 Millionen, ob jetzt 15 Millionen, das macht jetzt den Kimmich nicht ärmer als er ist. Andersrum geht es ja natürlich auch hier wieder um den europaweiten Vergleich, den mannschaftsinternen Vergleich. Okay, warum verdient dann ein Harry Kane über 20? Ist der doppelt so gut wie ich? Warum verdient zum Beispiel, ich weiß es nicht, ein Petri so und so viel bei Barcelona? Ist der besser als ich? Ja, nee, das darf man hier alles nicht so eng sehen. Ich bin mal gespannt, es soll in den nächsten Wochen Gespräche zwischen Kimmich und Max Eberl geben. Die werden auch persönlich von Kimmich geführt, denn einen Berater hat er weiterhin nicht. Das Gehalt von Kimmich stellt aber für die Bayern weiterhin ein großes Problem dar. Ich bin gespannt, ob er sich auf so eine Gehaltskürzung einlässt. Darüber werden wir dann auch in den kommenden Wochen weiter uns auf dem Laufenden halten. Wird Nuri Sahin nochmal einen Spieler dazu bekommen? Ihr denkt das vielleicht, ja, und hä, wie, Transferfenster doch zu. Es gibt natürlich auch noch den ein oder anderen vereinslosen Spieler. Da gibt es Spieler dabei wie Mats Hummels, Ex-Spieler, die sind jetzt vielleicht gar nicht so begehrt und finden aktuell ja gar keinen Club. Es gibt da aber auch ein paar richtige Top-Namen. Ich will jetzt nur mal einen in den Raum werfen, zum Beispiel ein Spieler wie Memphis Depay. Das ist ein großer Name, der hat aktuell keinen Club, der ist aktuell, wie würde Mats Hummels sagen, arbeitslos beim Finanzamt gemeldet. Man hat einen Chris Kramer, der wird jetzt nicht unbedingt bei Borussia Dortmund reinpassen, Ben Yedder. Martial, Rabiot, das sind große Namen, Joe Matip, Pavlenka, das sind alles Namen, die kann man sich gar nicht mal so holen. Und wenn man mal auf die Bank guckt, Erik-Maxim Choupo-Moting, dann haben wir noch einen Gonzalo Paciencia, wir haben einen Sergio Ramos. Also das sind viele, viele Namen, die jetzt noch auf Clubsuche sind. Aber es gab jetzt wohl ganz klar aus der Sicht von Borussia Dortmund, sowohl von Kehl, sowohl auch von Trainer Nuri Sahin, ganz klar, nein, wir brauchen keinen Spieler mehr, wir brauchen auch keinen Bankspieler mehr, wir sind in der Breite gut aufgestellt und das ist ja zumindest mal eine Ansage. Ich sag mal so, ein Memphis Depay beim BVB hinter einem Bayer oder hinter einem Guirassy, der kann auch mal über die Außen kommen, hätte ich persönlich gar nicht so verkehrt gefunden, aber naja. Das sind auf jeden Fall jetzt die Marschroute von Borussia Dortmund. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare zu allen Themen. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.